Ja, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Russian Fishing 4 mit mir, dem Underwater Frank. Wir wollen heute mal auf die Heringe gehen. Und zwar sind wir hier mit dem Boot, bin ich einmal hier rumgefahren, zu 141, 81. Und ihr geht hier einfach vorne an das Schilf ran. Und dann müsst ihr Richtung, also hier so schräg rauswerfen, Richtung der Baumgruppe. Da hinten auch 25 Meter Klippchen. Dank nochmal für den Tipp an Ehre, und der hat mir den dann, also der Barschau hat mir den weitergeleitet vom Ehre. Vielen Dank nochmal an euch beide für den Tipp. Ich glaube, ursprünglich kam der Tipp auch aus dem russischen Forum. Also wir machen hier 25 Meter Clip. 1 Meter Tiefe haben wir. Und Köder haben wir jetzt Eintagsfliege. S12er Haken, kleines Fluorofahrfach habe ich jetzt mal einen 4,4er genommen. Bremse habe ich jetzt weiter runtergestellt. Wacklermontage habe ich jetzt genommen. Die ist auch geskillt. Jetzt hauen wir einfach raus. Wenn er ein bisschen immer nach links abfliegt, ist auch nicht so schlimm. So, und jetzt müssen wir gucken, dass wir die Schnur ein bisschen auf Spannung halten. Also so ein bisschen jedenfalls. Die ziehen, die Heringe kann ich euch auch gleich nochmal zeigen. Habe ich hier schon zwei. Also ein 600er, ein 340er. Geht auf jeden Fall sehr gut. Wenn ihr Doppelköder nutzen wollt, ist als Empfehlung auf jeden Fall die Borkenkäferlarve. Ja, ansonsten halt nur Eintagsfliege. Nicht verwechseln mit der Eintagsfliegenlarve, ne? Also die Eintagsfliege braucht ihr hier. Und die reicht eigentlich als Singleköder aus. So, gucken, ob jetzt hier gleich ein Biss kommt. Ich spann schon mal ein bisschen hier. Hätte nicht so stark einkurbeln müssen. Also Bremse habe ich jetzt hier mal auf 12, 13. Da zuppelt auf jeden Fall schon wieder was. Müsste die Pose gleich wegziehen. Jo, da ist er weg. Und hakt er? Hakt er? Ja, er hakt. Ja, eigentlich braucht ihr bloß einkurbeln, weil der zieht eigentlich so ähnlich weg wie ein Barsch. Deswegen braucht ihr da jetzt nicht unbedingt Rechtsklick drücken. So, hier haben wir mal 215, er hat noch keinen Haken. Mach ich mal ein bisschen so in die Richtung, weil ich habe Matchroute nicht geskillt. Deswegen wirft er jetzt natürlich so ein bisschen kreuz und quer hier. Jetzt müsst ihr die Schnur gleich wieder ein bisschen durchhängen. Würde ich auf jeden Fall empfehlen. Immer so bei dieser Baumgruppe kommt meist der Biss. Deswegen am besten wirklich ein bisschen schon die Schnur. Da kommt schon der Biss, glaube ich. Jetzt ist er weg. Ihr nicht so lange kurbeln müsst, dass ihr den schneller haken könnt. Ihr könnt das ja auch mit der Bolognese-Route machen. Mit der Stippe wird das ein bisschen schwierig, aber mit der Bolo oder ja, später mit der Matchroute ist das dann kein Thema. Also im Grunde genommen braucht ihr eigentlich bloß mit der Shift-Taste schnell einkurbeln. Klar, die haken nicht immer, aber also ich sag mal, die meisten Bisse haben gehakt. Also ich habe jetzt eher weniger viel, also dass die nicht gehakt sind. Haben wir hier noch so, fast wirklich nur ausschließlich diese Schwarzrückenheringe, ne? Auch XP ist eigentlich auch ganz gut dafür, dass er hier gar keinen Haken hat. Eigentlich könnte ich die gleich wieder freilassen hier. Brauche ich eigentlich gar nicht mitnehmen. Gucken, vielleicht haben wir Glück, dass wir hier nochmal ein bisschen schwereren fangen. Also ihr könnt ja auch einen S10er Haken nehmen, wenn ihr jetzt keinen S12er habt. S10er geht auch. Oh, oh, oh. Ach, schade, der ist nicht gehakt. Ihr könnt ja auch versuchen, mit Rechtsklick anzuhaken. Also ein bisschen die Schnur straffen, jetzt nicht komplett straffen, aber ein bisschen straffen. Und dann mit Rechtsklick könnt ihr auch probieren, wenn ihr damit eure Fische besser haken könnt. So wird es ja eigentlich auch gemacht, aber selbst da haken sie bei mir auch nicht immer dann, ne? Ich meine, ihr könnt ja auch mal probieren,
mal euch mit dem Boot dahin zu stellen und dann die Stippe auszuwerfen, könnt ihr auch mal probieren. Wie gesagt, weit weg vom Ufer ist es ja hier nicht. Müsste auch, glaube ich, noch der gleiche Chatbereich sein. Sollte, denke ich mal, auch funktionieren. Ja, dass ihr das hier nicht vom Ufer aus machen müsst. Oh, der ist, glaube ich, nicht schlecht. 516 Gramm, der ist super. Der steht auch im Chat. Aber wie gesagt, ich habe jetzt nur einen Köder drauf, nur die Eintagssiege. Ihr könnt hier, wie gesagt, die Borkenkäfer noch dazu nehmen. Wenn ihr wollt. Wenn ihr den Doppelköder schon frei habt. Immer für die Happy Hour auch ganz interessant, dass man die Pose damit noch ein bisschen skillt. Ich versuche wieder ein bisschen Spannung aufzubauen hier. Also ein bisschen die Schnur zu straffen. Dass wir den schneller haken können. Also ihr könnt den hier, sage ich mal, bis zum Ende... Oh, da ist schon gehakt. Ah, schade, nicht gehakt. Ihr könnt ihn hier bis zum Ende des Schilfs ruhig rübertreiben lassen. Also nicht komplett bis zum Ende, weil zum Ende hin beißt er ja gar nichts mehr. Also ich sag mal so bis zu dieser Kante hier könnt ihr ihn rübertreiben lassen. Wenn dann nichts beißt, also hier hinten hat bei mir gar nichts mehr gebissen. War wirklich nur bis zu dem einen Schilfende. Oh, der ist schon weg, ne? Der ist schon... Der ist gehakt. Wie gesagt, jeden Biss mit der Pose kann man auch nicht haken. Das habe ich bisher auch mit der Stippe nicht wirklich geschafft, dass ich jeden Biss hake. Waren halt viele Fehlanschläge. Ist halt auch schon ein bisschen so eine Kunst für sich. Ist auch gehackt. Aber wenn ihr hier einen Trophy dran habt, das werdet ihr auf jeden Fall merken mit eurem kleinen Fluorophorfach. Der wird dann schon gut in die Bremse gehen. Und der könnte aber auch wieder Chatgröße haben hier. Der könnte Chatgröße haben. Mal gucken. Und fast, also wirklich ausschließlich diese kaspischen Schwarzrückenheringe, ne? Also wirklich, ja. Keinen anderen Fisch bisher hier gefangen mit. Und ihr seht, ohne Doppelköder geht's auch, ne? Also... Wer jetzt denkt, der braucht dafür unbedingt die Doppel... Oh, der hat auch wieder gebissen. Oha. Wer jetzt denkt, der braucht unbedingt die Doppelködermontage, ist Quatsch. Ne? Also ihr könnt das auch mit der Eintagsliege alleine angeln. Ihr seht ja, die Bisse kommen ziemlich schnell. Braucht man auch nicht allzu lange warten hier. Wenn man dann vielleicht noch Glück hat und gerade so eine Quest noch drin ist. Also ich kann euch sagen, ungefähr wurde jetzt auch mal getestet. Also ihr könnt schon 200 Eintagsliegen mitnehmen, damit ihr dann 100 Fische mit Haken habt. Ne? Also nehmt lieber auch viel davon mit, dass ihr da nicht ständig mit dem Boot hin und her fahren müsst oder so, ja. Oder ein- und ausloggen oder sonst was. Nehmt lieber ein bisschen was davon mit und dann seid ihr erstmal safe. Wenn der Kescher voll ist, müsst ihr eh wieder zurück. Spannen wir noch ein bisschen hier. Nach der Einholgeschwindigkeit habe ich auf Max. Ah, ich bin mal gespannt, wenn hier mal ein größerer beißt. Und ja, die geben wirklich sehr gut XP, habt ihr ja gesehen. Auch die Fische ohne Haken geben trotzdem gut XP. Ne? Guck mal, wie schwer der jetzt hier ist. Oh, der hat einen Haken, bringt auch schon 1392. Steht zwar noch nicht im Chat, ich glaube, die stehen ab 500 Gramm im Chat. Aber mal was anderes, ne? Bisschen Matchrouten angeln, auch schon länger nicht mehr gemacht. Oh,
Oh, 531 bringt schon 4800 XP, ne? Also das ist schon nicht verkehrt. Um die Seelaube werden wir uns auf jeden Fall auch nochmal kümmern, wenn wir da einen schönen Spot haben. Oh, Posenfischen, sehr gut. Prozente. Und der war jetzt nur 150 Gramm und hat auch schon fast 1000 XP gegeben. Ne? Also es ist schon, die lohnen sich schon von der XP her. Dadurch, dass man denn so eine hohe Bissfrequenz hat. Zum Posen fischen, denke ich, also zu dem Skillen auch sehr gut geeignet. Gerade wenn man Happy Hour jetzt noch hat, dann hat man noch eine erhöhte Chance, Prozente zu bekommen. Oh, der schwimmt sogar ein bisschen. Okay. Gucken, wie schwer der jetzt hier ist. Oh, 427. Doch, der steht auch schon im Chat. Also ab 400 Gramm stehen sie im Chat. Das ist doch super. Und der Ehre hatte geschrieben, in der ersten Stunde, was hat er da geschrieben? Also deutlich über 100 Silber und in der zweiten Stunde sogar 200 Silber. Ja, also hat wirklich sehr gute Bissfrequenz gehabt, sehr gute Ausbeute. Und 200 Silber die Stunde, da kann man wirklich nie meckern. Gerade mit so kleinen Fischen. Oh, wieder einer für den Chat, 4000, das ist wirklich nicht schlecht. Also sobald die im Chat stehen, geben die 4000 XP. Das ist wirklich nicht schlecht. Da kann man nicht meckern. Oh. Hakt er? Oder hakt er? Ja, ich würde sonst sagen, ich probiere hier auf jeden Fall noch ein bisschen weiter. Probiert es auf jeden Fall aus. Und ich denke mal, früher oder später werdet ihr auch euren Trophy-schwarzen Hering haben. Und ja, viel Glück euch auf jeden Fall. Vielen Dank nochmal an Ehre, Barschor und an denjenigen, der das ins russische Forum gestellt hat. Und dann sehen und hören wir uns bei der nächsten Folge. Viele Grüße, euer Underwater Frank. Tschüss.